Dann holen wir mal das Mädel raus aus dem Fahrstuhl. Ich brauche euch alle hier, um auf den Knopf zu drücken. Ich bin jetzt nicht alleine. Ja, mach. Ich kann nicht Aufzug zu drücken. Ja. Oh. Alles in Ordnung? Siehst du? Ich hab dir doch gesagt, es klappt. Steig einfach ein. Ist klaustrophobisch. Ich würde eher sagen, oben ist jemand. Werden wir sehen. Die weiß es. Ich frag, wo die Datenbank ist. Ich versuche, Veronica zu beruhigen. Ja, erstmal beruhigen, oder? Ja, erst komm, lass uns entspannen. Ja, okay. Hattest du schon immer Platzangst? Im Ernst? Seit über 10 Jahren. Und was ist passiert? Aiden, um Gottes Willen! Können wir das Thema vorerst lassen? Oh. Okay. Vielleicht hätten wir doch nach der Datenbank fragen sollen. Er fragt auch, kannst du doch. Die Datenbank. Wo ist sie? Augenblick. Unter uns. Noch weiter runter? Noch 6 Stockwerke nach unten. Okay. Oha. Nicht reagieren. Ich lenke Veronica ab, indem ich rede. Ah, lenkt man sie ab, oder? Ja, vielleicht bringt es was. Ganz schön. Was? Viel Hightech hier überall. Vor der GIE wurde dieser Komplex vom Militär genutzt. Sie haben von hier aus Bedrohungen überwacht. Raketenangriffe und so. Deswegen wurde es das Observatorium genannt. Dann kam das Virus und das war's dann. Hm. Okay. Interessante Geschichte. Was ist dann also passiert? Und was ist dann passiert? Naja, die GRE verlor die Kontrolle über die Situation und es ging alles den Bach runter. Alles brach zusammen. Soweit ich weiß, haben sich die Wissenschaftler zuerst im Gebäude verbarrikadiert. Die Bedingungen dort drin wurden aber schon bald so schlecht wie in der Stadt. Deswegen haben sich ein paar von ihnen heimlich rausgeschlichen. Und um diejenigen, die geblieben sind, hast du dich vorhin gekümmert. Hm, okay. Das war einmal ein Militärkomplex? Das Militär war also vor der GRE hier drin? Ja, das war mal ein Kommandobunker im Kalten Krieg. Kalter Krieg? Eine Phase im letzten Jahrhundert. Kriege wurden damals auf einer viel größeren Skala ausgetragen. Es ging nicht nur um alltägliche Angelegenheiten wie ausreichend Wasser, UV-Lampen und Essensreste. Auf gewisse Weise war es aber wie heute. Die Menschen lebten jeden Tag in ständiger Angst. Hm. Warte mal, Zocki. Ja. Also wir sind jetzt bestimmt auf Level minus 99. Ja, so lang wie wir schon reden und Aufzug fahren. Ja, das kann schon sein. Warte doch noch ein bisschen. Interessante Geschichte. Krasse Geschichte. Sie haben solche Orte früher als Zeugnisse der Geschichte bezeichnet. Na toll, schon wieder im Dunkeln. Warte, mir wird schon was einfallen. Okay. Was fällt uns denn wieder ein? Wartet mal, Leute. Wenn wir hier Strom hätten, könnten wir ihn nutzen, um das ganze Stockwerk zu versorgen. Ja. Hier kriegst du das, damit du nicht so rumziehst, Alter. Hier, bitteschön. Alles klar. Hier ist eine Kiste. Na, mach mal auf. Jetzt mehrere Sachen, die wir holen können. Oh. Komm, Zocki, mach knicki knacki. Yo, Abdi, danke für deinen Resub und willkommen im zweiten. Vielen lieben Dank. Ich krieg keine Medic-Hose mehr. Ich hab gar keine Hose. Ach doch, ich hab eine Hose gekriegt. Eine Cargo-Hose. Wir müssen auf jeden Fall den Strom irgendwie anmachen, aber dazu müssen wir... Erstmal hier überprüfen. Ja. Sorge dafür, dass der Strom läuft. Hier, Leute. Du weißt ja, ich bin kein Fan der Dunkelheit. Was? Hä?
Wo bist du denn? Hier oben, über dir. Na, da, hier. Lol. Ah, wir müssen diese Tür irgendwie aufbekommen. Vielleicht von der anderen Seite. Das Kabel, Zocki. Achso, das Kabel. Ja, Masti holt's. Masti ist heute der Kabelträger. Von wegen. Was von wegen? Du bist der Horst. Deswegen kannst du kein Kabel tragen, oder was? Ja. Hier durch, glaube ich. Ja, durch den Schacht. Warte, ich guck mal. Masti bleibt noch oben. Ich guck. Ach, recht eng hier drin. Wo das ist. Ist das eng da drin? Das ist recht eng. Ja, komm hier runter. Drin, hier drin gibt's auch Loot. Komm nicht mit dem Ding hier durch, mit dem Kabel. Echt? Warte mal, ja. Vielleicht müssen wir was von innen öffnen. Ja, dann lass das Kabel fatzen. Schon wieder. Schon wieder ein Kistle. Machst du auf? Ja, bin dabei. Ich check die Schränke gerade noch ab hier. Verstehe das manchmal nicht. Dass ich den Punkt einfach nicht finde. Komisch. Ah. Jetzt hatte ich ihn. Toll. Jetzt bricht das Scheiß wieder ab. Ah, okay. Ja, dann ich glaube, ich weiß. Ja, mach. Wo bist denn? Hey, was denn? Was ist, Leute? Ja, Masti macht jetzt auf. Joho, Ozzy, danke für deinen Resub und willkommen im 9. Auf. Danke. Level 5? Was will ich mit der Armschiene? Kann ich mir ja wohin Subscribe! Oh. Willkommen in der Elite! Danke für dein Gift! Hä? Ja. Achso, das ist ein anderer Abdi. Hast so, du zwei ich Accounts? Ich stecke einfach dieses Kabel rein. Könnte hinhauen. Guck mal, hier, Zocki. Ah, du hast Purple ein Gift spendiert. Jo, vielen Dank, Abdi. Jetzt, ich hab's voll falsch verstanden. Na. Hier drin ist es. Ja, dann müssen wir hier aufmachen. Ja, dann kommt die durch. Genau. Danke aber für den Support. Ja. Aber hier ist noch zu, das ist das Problem. Oh, ja, dann müssen wir das öffnen. Kannst du das Kabel mit Veronika, dem, was hier... wie geht's dir? Ich will nur zu dieser Datenbank und dann hier raus. Na, du machst das toll. Sag einfach was. Warum hilfst du mir wirklich? Du gehst ein großes Risiko ein. Ja. Frank hat mir gesagt, dass dir das wichtig sei. Und das ist alles. Du weißt okay. Vermutlich nicht ja, ja, mach über doch. Frank und die Night Runner. Wir schulden ihm, naja, alles. Ich will halt nicht irgendwas drücken, weil nachher ist das irgendwie, weiß ich, keine Ahnung. Was soll denn sein? Du machst nur eine Tür auf. Hä? Hä, warum steht hier ein roter Schuh? Ach so. Ich mach die Kiste auf. Hä, warum komme ich hier nicht rein? Okay. Das ist muss das ich offen? Nicht verstehen. Ich komme gar nicht rein in den Lüftungsschacht. Wieso komme ich nicht in ja, die Lüfterschaft rein? Das hatte ich vorher rein? Auch eben. Na, egal. Ach, schon die Tür geöffnet. Hier oben kommt man durch. Ja, alles gut, alles gut. Hier rein. Loote alles noch, wenn es was zu looten gibt. Ja. Dann hier hoch, Leute. Ich baue noch ein paar Stealth Points fürs Autogramm. Was für ein Autogramm? Ist das noch immer drin? Habe ich das noch immer nicht rausgemacht? Hol dir lieber eine, so eine coole Tasse. Was willst du mit dem Autogramm? Eine Tasse ist doch viel cooler. Da kann ich auch unterschreiben. Die ja genau so viele Tasse. Okay, wo müssen wir jetzt den Strom einschalten? Komm, soll ich auch eine Tasse, soll ich auch eine Tasse machen? Ich mache eine Gastasse dann. Jim will jemand eine Gastasse von mir. Oder eine Müll.
Mülltasse. Ich kann auch noch eine Tasse machen mit Müll. So ja, ein Mann. Müll. Aber wie wär's denn eigentlich beim Snoopy, wenn er so eine Postkarte macht und die aufklappt? Ja, Mann. Also hier. Zocki, wo bist denn du? Ich suche. Keine Ahnung. Hier ist auch schon wieder ein Lüftungsschacht, wo ich nicht reinkomme. Hä? Sehr seltsam. Komm her, Zocki. Alter, ich komm nicht mehr runter. Ich bin durchgeglitscht. Ich komm nicht mehr runter. Hä? Nilalina spendet 100 Bits. Tut. Ah. Ich bin schon wieder da. Warte. Ich komme. Warte, ich mach dir auf. So, hol das Kabel. Gibt's hier noch Loot? Nee, oder? Okay. Zack. Beep, 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 beep. So. Können wir alle Türen hier öffnen? Nö. Hier gibt's eine Kiste. Hä, da waren wir doch schon. Ah, nee. Ich auf der anderen Seite. Ja, aber waren wir hier schon? Ja, aber die Tür kann man nicht öffnen. Okay. Mein Fehler. Warte, keine Kraft. Was ist das hier? Da waren wir doch gerade drin. Achso. Da sind wir, guck, da sind wir hier hoch. Zocki. Kinderzimmer. Hier hoch. Und dann sind wir da durch den Schacht rüber in den anderen Raum. Ja, ich komme in die Schächte irgendwie nicht rein, komischerweise. Könnt ihr mal bitte hier aus meinem Klo raus? Ich muss Pipi, Kaka, Popo. Wie geht's? Ja, dann mach mal. Also hier ist zu. Ja, hier. Der Schacht. Die Kiste meine ich. Ja, das ist. Mach auf. Das geht nicht. Der Schacht hier geht nicht. Okay, Kiste ist offen. Hä? Ich weiß gar nicht, warum ihr alle so lange braucht. Ja, das war eine blaue Kiste, Digga. Nein, die war lila. Nein, die war blau. Du bist auch blau, Alter. Ich hab nicht mal was Lilanes rausgekriegt. Ich hab was Lilanes gekriegt. Ich war in Dying Light 1 schon der Knackprofi. Hey, was seid ihr denn? Lol. Hey, hier geht es hoch. Da. Lol. Was kommt mir entgegen? Das ist lila. Sag ich doch. War lila. Weiß ich, krieg Kisten allgemein verschnell immer auf. Ja, okay. Wie geht's jetzt weiter? Wir müssen auf jeden Fall hier rein, irgendwie. Da, du mich mal durch. Warte mal, kannst du da was machen? Nein. Ey, da sind noch Zombies. Hallo Leute, was geht? Kommt man da irgendwie rüber? Wir müssen mit der Tussi reden, by the way. Ah. Wahrscheinlich kommst du dann rein. Naja. Das erklärt einiges, warum wir nicht weiterkommen. Veronika! Ellen ist da. Kluge Entscheidung, den Schaltkreis umzuleiten. Ja, hat mir ein paar Mal das Leben gerettet. Veronika, sollen wir gehen? Ja, lass uns das erledigen und dann von hier verschwinden. Hier lang. Komm, Veronika, geh mal. Veronika! Okay. Lauf jetzt, sonst kriegst du Glas! Der Hauptcomputer stört ist dort. Stört sie nicht? Vielleicht findest du heraus, was Waltz vorhat. Klar gibt's Lynch noch. Endlich. Wird das irgendetwas ändern? Hier und jetzt? Alles. Es hilft mir vielleicht, etwas zu finden, das ich verloren habe. Ohne das, ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Ja. Wartet mal, Leute. Ja, ich zu weiß spät. Nicht wirklich, wer ich bin. Wir da sind waren alle wir doch schon oben. Menschen, als wir noch vor 15 Jahren waren. Ja, wir sind alle hier drin. Verloren. Ja. Die macht die Tür auf. Hier ist es. Bei den Zombies waren wir doch gar nicht drin. Ja, aber... Ja, warte doch, komm, wir müssen eh nochmal mit dir reden. Vielleicht geht die Tür jetzt auf. Vielleicht geht die Nein, Tür jetzt auf, wenn sie die öffnet. Du musst mit dir reden, dann macht sie auf. Ja, komm her. Kommt her. Glotzt dir nicht alle auf den Arsch.
Mach ich doch gar nicht. Nie. Ja, du steckst deinen Kopf schon fast. Ja, voll. Schon wieder verschlossen. Was jetzt? Das Terminal ist nicht aktiv. Das Sicherheitssystem hat diesen Bereich abgeriegelt. Das war's dann wohl. Ich habe eine Idee. Versuche, den Offiziersraum zu finden. Dort gibt es ein Sicherheitspult. Wir könnten versuchen, die Türsperren von dort aus zu bedienen. Du müsstest deinen GRE-Schlüssel dafür nutzen können. Du weißt ziemlich viel über dieses Gebäude. Bitte, führ einfach den Schlüssel ein und wähle Notfallsperrung auf dem Bildschirm. Ich werde dir alles erklären, sobald du fertig bist. Jetzt ist da plötzlich ein GRE-Schloss. Ja. Jetzt müssen wir bestimmt da rein. Ja. Ich glaube, damit zu müssen wir hier hoch. Oder? Die Tür müssen wir jetzt öffnen. Na, warte, ich öffne die Tür. Ah, wir müssen alle da sein. Kommt her. Ah, genau. Open. Aiden, es hat funktioniert. Ja, wir haben aber vielleicht ein anderes Problem. Ich stecke hier fest. Ich muss einen Weg rausfinden. Kann ich dir irgendwie helfen? Wir sprechen uns. Ich glaube nicht. Bleib einfach, wo du bist. Was? Jose, wir sprechen uns. So, was hat er gesagt? Ach, die ist doch viel zu jung für Masti. Ja. Hat er nicht unrecht, du. Mach lieber das Ding schnell auf. Ich rede von schnell. Offen. Durch den Lüftungsschacht. Gleich kommt uns Sam entgegen. Ey, was geht ab? Und Solid Snake, Snake auch. Solid Snake. Warte, hier ist noch eine Kiste. Ja, ich weiß. Ah, jetzt leck mich doch. Ich glaube, ich brauche wieder ein bisschen. Lass sie machen. Nein. Hey. Alter, hat das Spiel immer noch nicht geblickt, dass ich Level 9 bin? Warum nicht? Warum? Level 6 Klamotten. Ja, kriegt jeder doch. Ja, ich auch. Mach das. Hör mal auf. Los, tu's. Warte mal, lass mal kurz was gucken. Ja, Mann. Ja, der Zocki hat sich in die Hosen geschissen, Mann. Ja, ja, warum? Ich hab's auch gesehen. Während des Vorgangs. Also. Und es riecht nach Gas. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ach nee, wir sind woanders. Hä? Dr. Varan. Veronica Ryan, Direktorin, Abteilung Feldlabor. Mittelrangige GRE-Ärztin von wegen. Das scheint Veronikas Büro zu sein. Du warst nicht ehrlich zu mir, Veronika. Ja, wir auch nicht. Töten wir sie. Wer ist dieser Junge? Ist das ihr Sohn? Aiden. Lustig. Scheint wohl noch eine andere Veronika Ryan gegeben zu haben. Direktorin, Abteilung Feldlabor. Ich wollte es dir erzählen. Warum hilfst du mir? Arbeitest du mit Waltz zusammen? Waltz? Nein, niemals. Auch damals nicht. Waltz hatte sein eigenes Forschungsteam. Du wusstest aber von den Experimenten, wie sie die Kinder benutzt haben. Mich und meine Schwester. Deshalb bin ich hier, Aiden. Ich kann nicht vergessen,
was wir hier getan haben. Dass wir euch im Stich gelassen haben. All die schmerzgeplagten Kinder und kein Heilmittel dagegen. Heilmittel? Wir waren 5, verdammt nochmal! Kleine Kinder zeigten eine natürliche Immunität gegen das Virus. Wir erkannten eine Korrelation zwischen Alter, Entwicklung des Gehirns und Schwere der Infektion. Deswegen haben sie an euch experimentiert. Die GIE, die Welt, brauchten euch. Ihr wart scheinbar unsere einzige Hoffnung. Es tut mir leid. Ja, und jetzt nicht mehr, oder was? Ich arbeite mit ihm zusammen. War es das wert? Nee, ich glaube nicht. War es das wert? Habt ihr auch nur annähernd ein Heilmittel finden können? Wir waren nah dran. Aber das Virus hat schließlich den Komplex erreicht. Hm. Warst du an diesen Tests beteiligt? Also, warst du an diesen Experimenten beteiligt? Nein. Danke. Die Tests an Kindern wurden allesamt in einem Labor durchgeführt. Hier haben wir Daten gesammelt und analysiert. Ich war hier, als das alles geschah. Die Teammitglieder begannen sich zu verwandeln und die Dinge gerieten schnell außer Kontrolle. Einer nach dem anderen wurden wir im Inneren eingesperrt. Wir versteckten uns und schlichen durch diese dunklen Flure und Lüftungsschächte. Mein Sohn, er war hier mit mir. Paul. Er war damals auch 5. Was ist mit deinem Sohn passiert? Was ist mit ihm passiert? Ich konnte den Schacht finden, der zum Haupteingang führte. Ich habe Paul gesagt, er soll auf mich warten. Ich habe ihm einen Kuss gegeben. Ihm gesagt, er solle warten, bis ich sichergestellt hätte, dass der Eingang sicher ist. Er klammerte sich an mich. Wollte mich nicht gehen lassen. Als ich zurückkam, um ihn zu holen, war er weg. Ich war nur 15 Minuten weg. Ich habe die darauffolgenden Wochen damit verbracht, nach ihm zu suchen. Und weinte dann den Rest meines Lebens. Ich hätte es wissen sollen. Er war ein Kind. Ängstlich. Hallo, Mami. Allein. Das tut mir leid. Du hast versucht, ihn rauszubringen. Wie hättest du das wissen sollen? Wie auch immer. Wir haben alle unsere Geschichten aus der Vergangenheit. Lass uns darauf konzentrieren, was als nächstes passiert. Ich glaube nicht, dass das unsere Mutter ist. Lass uns gehen. Okay, lass uns gehen. Ich glaube, dass das die Frau von Walls ist, oder? Nein, das ist nicht die Frau von Walls. Also auf jeden Fall hat sie was mit sich. Sie ist auch eine Doktorandin. Wo ist sie jetzt hin? Hallo, Alena. Hallo. Hör mal, hat sich für euch der Ventilator auch wie aufs Geisterhand bewegt? Ja? Ja, ja. Das war voll witzig. Was so richtig wie der Ventilator hier im Büro, der hat sich über den Tisch... Nee, hab ich gar nicht drauf geachtet. Was fällt mir mal direkt auf? Hab ich doch schon. Also, gehen wir rein. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Alle Daten der GRE sind dort drin, Aiden. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Nur, was ist los? Verdammt, ich weiß nicht. Versuch nochmal. Hä, die Tür ist doch offen. Da passen wir doch rein, ist Schluss. Scheiß drauf, ich werde... Ich warte nicht mehr. Ich will antworten. Oh, wow. Na also... What the? Veronika, was ist los? Sag was, Veronika, bist du in Ordnung? Scheint, als hätten wir einen Alarm ausgelöst. Die Kontaminierungsvorgänge. Ach, die Kontaminierung? Das klingt nicht gut. Ist es auch nicht. Chemische Dekontaminierung. Tödlich. Können wir das aufhalten? Ich weiß nicht. Veronika? Veronika! Bewahren Sie Ruhe. Veronika? Ich kann es nicht stoppen. Hey, Hartmann. Tu doch was! Ich denke nach. Na, dann denk schneller. Blocker, ich habe noch eine Dosis. Du musst eine für dich finden. Eine Ahnung, wo ich suchen soll? Im Kontrollraum sind vielleicht welche gelagert. Los, finde den Kontrollraum. Oh, wow.
Cool. Ich weiß ja nicht, wo der ist. Okay. Dann los. Kommen wir hier irgendwo raus? Find den Weg nach oben, da ist Luki. Kontrollraum. Hier, Leute, kommt zu mir. Da ist eine Leiter. Was? Wo willst du hin? Hier ist eine Leiter. Oh. Hier ist eine Leiter. Brauche hier keine Leiter, ich kann hier hoch. Scheiße, und jetzt? Ja, und was soll das bringen? Ja, mach die Tür auf. Welche Tür? Wo ist die Tür? Hier lang folgt mir, Leute. Was? Wo folgen? Was folgen? Ich weiß. Wie seid ihr denn jetzt daran gekommen? Also, wir müssen auf die andere Seite. Die Zeit, hey, Leute. Das Ding dreht sich. 22 Sekunden. Ja, jetzt wird spannend. Was? Ihr müsst warten, bis es auf Position ist. Nein, ihr müsst klettern. Klettert dagegen. Ich bin runtergefallen. Was für Kletter dagegen, Alter? Hier passiert nichts. Wir sind gleich tot! Ach, da drüben müssen wir hin! Ja! Sieht die das nicht? Das war's! Wir sterben! Wir haben vier Minuten, entspann dich! Ich bin tot! Ich hab aufgemacht! Ja, zu spät! Ich hab aufgemacht! Habt ihr das echt nicht gesehen? Nochmal, let's go! Ich hab's nicht gesehen! Ich hab's erst nachher gesehen! Hier was? Hoch! Find deinen Weg nach oben, beeil dich! Kontrollraum, oben! Hä, wieso hält er sich nicht fest? Ich hab keine Ahnung, bei mir hält er sich fest. Schnell! Ich weiß! Kletter, Marcy, kletter! Eigentlich total unfair. Kannst du... Also, ich komm so hoch. Siehst du, die Tür ist auf! Die hat dich aufgemacht! Solche Arschlöcher! Ich kann nicht. Ich. Ich hab's geschafft. Na los! Und jetzt? Wir müssen da runter. Da ist Leia! Ich komm nicht hoch! Hab eine! Das ist es! So, und jetzt wird's lustig. Das war keine. Das war eine Falle. Jo, danke für deinen Resub, Stone. Und willkommen im 35. Wow. 35. Okay, das war keine Falle, das war ein schwarzer Aiden? Bildschirm. Aiden, alles in Ordnung? Ja. Ja, ich hab den Blocker genommen. Gott sei Dank. Ich glaube, wir sind jetzt sicher. Na, schön zu hören. Bereit zum Reinstecken? Was denn sonst? Mach's doch. Ja, klar. Drück die Daumen, Aiden. Der Moment der Wahrheit. Verdammt, es ist kaputt. Oh nein, verarschst du mich? Ja, es ist nur ein altes System. Warte, gib mir den Schlüssel. Autorisierung erteilt. Es gibt eine Liste von Patienten und Angestellten. Wen willst du zuerst suchen? Mia oder uns selber? Ist ja eigentlich egal, glaub, oder? Ich weiß es nicht. Komm, wir suchen erstmal unsere Schwester. Such nach Mia. Wer ist das? Meine Schwester. Ein von Walls Versuchspersonen. Nichts. Unmöglich. Sie war dort. Mit mir. Ich suche schon. Tut mir leid, Aiden. Daten zeigen keine Patientin namens Mia. Was? Fuck! Das gibt's doch nicht! Hat das sie sich vielleicht nur ausgedacht? Vielleicht... keine Ahnung. Such mal. Aiden. Suchen wir uns selber. Na, such mal nach meinem Namen. Aiden. Gibt's nicht. Aiden. Es gibt einen Eintrag unter den jüngsten Kindern. Ja, 2020. Aiden Caldwell, ist es dein Nachname? Naja, das ist er jetzt. Was steht da?
Daten streng geheim. Nur eine Notiz. Warnung. Patient zeigt äußerst hohe Toleranz gegenüber der Substanz. Die meisten Tests durchgeführt. Außerordentliche Ergebnisse. Ich glaub schon. Sonst noch was? Nein. Das ist alles. Danke, Sanjin. Der Stone, der überhört immer, wenn ich irgendwas über ihn sage. Das ist echt krass. Ja, jetzt Waltz, ne? Waltz. Schon dabei. Ein Eintrag. Klinische Studien. Substanz 1354. Studie aufgegeben. Alle Patienten aus dem Zentrum entlassen. Geh alle Namen durch. Ach, Patient entlassen. Alle? Ja. Verflucht. Nichts darüber, wo sie hin sind? Oder über diese Substanz, 1354 oder so. Tut mir leid, Aiden. Da ist noch mehr. Die Substanz wurde auch an Infizierten getestet. In GRI-Einrichtungen in der Stadt. Erfolglos. Das Projekt wurde von X13 geleitet und überwacht. Es wurde schließlich eingestellt. So wie auch X13. Noch irgendwas über dieses X13? Hier drin? Wohl nicht. Aber ich habe davon gehört. X13 war eines der GRE-Zentren. Und die Substanz? Weißt du, was das ist? Es gab so viele Tests und klinische Studien, Aiden. Ich suche mal nach den Forschungsdaten. Hier stimmt was nicht. Was meinst du? Hier steht, ein Vorgang wurde initiiert. Noch ein Vorgang? Ich suche schon viele Daten. Gestartet und dann angehalten. Vor 11 Jahren. Fortgeführt vor wenigen Tagen in X10. Es gibt auch eine Karte. Es sind mehrere Standorte markiert. Auch das Observatorium. Was zum Teufel bedeutet das alles? Ich habe keine Ahnung, aber... Alarm! Unbefugter Zutritt! Alarm! Infizierte? Die müssen hier irgendwo sein. Abtrünnige! Sie müssen uns gefolgt sein. Wir haben keine Zeit. Schnell, nimm den Schlüssel, versteck dich und schließ dich ein. Ich kümmere mich um die. Aiden, wir wissen nicht, wie viele es sind. Ich kümmere mich darum. Jetzt wird man wahrscheinlich gleich wieder zur Bestie. So eine Scheiße. Hoffentlich, Alter. Jemand mit bloßen Händen zerreißen. Hallo, Jungs. Okay, doch nicht. Ich schnapp mir den am Baum. Da ist noch einer. Na, der hat mich gesehen. Meiner zappelt. Der andere ist auf der anderen Seite. Snoopy. Nein, nicht die Seite, andere Seite. Jetzt dreht er sich. Okay. Taschenlampe an! Oh ja, genau! Was dreht er sich denn um? Alter, ist tot. Das war easy. Veronika, alles in Ordnung? Ja, aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Diese Standorte im GRI-System, das scheinen Ziele zu sein. Ziele für Raketenangriffe. Raketenangriffe? Was redest du da? Das Ausfallsicherungsprotokoll. Wir haben nicht viel Zeit. Hör zu, hier sind River End und Garrison markiert. Das ist im Zentralring. Dort leben Menschen. Du musst Frank warnen. Okay, okay, das werde ich. Frank? Frank, dein Viertel ist auf einer taktischen Karte verzeichnet. Sag den Leuten, dass sie dort raus müssen. Was? Egal, sorg einfach nur dafür, dass alle von dort verschwinden, Frank.
Scheiße. Okay, ich bin dran. Verdammt, hör mal auf! Warte hier. Ich werde versuchen, von oben an sie ranzukommen und sie zu erledigen. Du bist dir sicher? Warum? Die kommt doch sowieso nicht rein. Oh. Mach doch verdammt nochmal auf! Lol, die Tür ist bei mir offen. Ja, bei mir auch. Egal, hoch, Leute. Ich bin draußen! Lol. Ich bin durch die Tür. Aber ich kann die nicht töten. Ja, warte, komm, wir müssen hoch. Ich hab einen schwarzen Bildschirm. Ja, ich hab gedrückt. Achso. Habe viel von dir gehört. Man könnte sagen, ich bin ein Fan. Na ja, willst du ein Autogramm? Ich werde dich zerreißen! Ich werde die Fälle deinen Eingeweiden tapezieren! Tapezieren! Wer ist das? Ich höre mit der Frosche oder was? Komm jetzt her! Aua! Aiden! Aiden, ich sitze in der Falle! Aua! Das gefällt mir wirklich nicht! Haltet durch! Vorsicht, Granate! Er ist tot. Jetzt zeige ich dir, dass ich es ernst meine. Okay. Was ist das? Oh! Ja, was die denn? Weil es explodiert ist. Na egal, es sind ein paar Trophäen. Sogar seltener gekriegt. Nicht schlecht. Ey, hier ist eine Kiste. Mit Granaten. Was? Granaten? Und Mollys. Und Billigwaffen. Noch mehr Granaten. Ich hätte ja eigentlich schon gehofft, dass man mal noch jetzt so ein richtiges Oberteil bekommt. Ja. Ach du Gott, oh. Kommt. Wir müssen rein, aber wo ist Veronica? Veronica! Wo ist die? Er lässt sich da! Hä? Wir müssen überprüfen, warte. Scheiße, mit Veronica? Ich glaube, es ist jetzt sicher, aber wir müssen weg von hier. Veronica? Wir müssen oben lang. Hier gibt's noch Medic. Ja, aber wir müssen oben lang. Ja, ja, schon oben. Hä? Nein, du musst von der anderen Seite oben lang. Ach so. Da kommt man so hoch. Hab ich vorhin auch geschafft. Nee. Echt jetzt? Wie machst du das? Pass auf. Du hast ihn bestimmt auch aktiviert, das ist dieser Superjump. Ja. Du springst auf eine Kante zu und gleich sofort nochmal Leertaste gedrückt halten. Ah. Du kleiner Cheater. Ja, du Cheater, ja. Ich nicht sie. Ich bin halt ein Nightrunner, ich bin Nightrunner. Veronica? Nightrunner. Bist du da? Veronica? Hey, gehst du wieder da runter, wo wir waren? Ja. Ja, das spackt doch. Die Tür dürfte noch nicht. Oh, die Tür dürfte nicht offen sein und sie ist offen. Oh. Ja, hey, Zocki, die hat Spuren. Check mal. Ja, ich habe nur kurz die Ding geholt. Warte mal, ist sie das? Nee. Wo ist denn Spuren? Ja, mittendrin. Ah. Ja, die Tür. Für mich sind keine Spuren. Veronika! Macht jetzt Liebe mit Walls. Ich musste da drauf, Aiden. Tut mir leid. Ich fühlte mich dort in der Falle. Okay, wo bist du? Ich bin zu den Aufzügen gegangen. Ich... Veronica? Was ist los? Hier ist jemand, Aiden. Oh nein. Nein, nein, nein! Veronica! Sie war hier. Das ist ihr Funkgerät. Finden Sie. Ihr habt die Maske! Leute, ich kann man alles looten. Hä? Also die... Dies ist ein Notfall. Bewahren Sie Ruhe. Ah, okay. Sie nicht die Aufzüge. Bitte begeben Sie sich zum nächsten Ausgang.
Verflucht! Wieder auf. Nice! Ich hab endlich Level 6 Arme in Gold! Toll. Hey! Numbless King! Schön, dass du eingeschaltet hast. Du kannst mir ja alles wieder looten, Alter. Sag, ich schaue gerade nostalgisch dein altes Batman-Teil. Wirst du, beziehungsweise hast du jemals Arkham Knight gezockt? Also gezockt habe ich's, aber für mich. Ich habe damals mit Warner Brothers so Probleme gekriegt wegen dem Batman-Let's Plays, dass ich mich entschlossen habe, es nicht zu Let's Playen. Mir hast du Probleme bekommen. Mit dir? Ja, weil ich bin Batman. Bist du meine linke Arschbacke. Was? Zocki, wie wird das mit Ding sein? Wie ist es, wenn du das streamst? Auch gleiche Probleme dann? Dann nicht. Das Streaming wird ja nicht gespeichert, außer ich mache VOD bei Twitch. Das ist wieder was anderes. Aber die Lage hat sich auch ein bisschen entspannt. Damals war das noch ein bisschen anders. Warner Brothers war da noch ein bisschen anders drauf wie heute. Heute haben sie kapiert, dass Let's Play eigentlich Werbung ist für die. Ja. Ding, ich bin mal auf das Gotham Knight. Gotham Knight. Ja, bin auch, ich auch gespannt. Okay, ich wir müssen hier rein. Echt jetzt? Klar. Ich spiele Nightwing. Batwoman, Alter. Nightwing wins. Aiden. Er ist hier. Sie werden mich bald finden. Beeil dich, Aiden. Da ist jemand. Veronica, haltet durch. Tür auf. Veronica, sprich mit mir. Guten Tag. Haltet euch, Veronica. Bin unterwegs. Was ist Zocki? Merci. Guten Tag. Hier gibt's wieder Medic. Hier kann man alles wieder looten, was zum Teufel. Ist doch nichts Neues. Das ist doch nichts Neues, Digga. Ist doch immer so gewesen. Geile Waffe. Nach Cutscene konnte man alles wieder looten. Okay, wir müssen die Tür gemeinsam öffnen. Oh, kannst du das wieder nicht öffnen? Nee, alleine geht nicht. Bin da. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Ja, friss das. Ja, aber der ist ja auch so ein Monster. Oh Gott, jetzt rascht er wieder aus. Veronica, lauf nach draußen! Oh oh. Ja. Kämpfen wir gegen ihn! Nicht. Lauft! Lauft! Ich muss looten. Ja, dann loote. Das wird der letzte Loot sein, den du aufhebst. Falls glaubt ihr. Der lootet deine Leiche dann. Wohin? Wo rennst du denn hin? Ich weiß nicht, ich dachte, ich bin mal laufen. Komm schnell hoch! Massi, komm hoch! Wir können die Tür nicht ohne dich öffnen! Als ob ihn das auffällt. Veronica, verschwinde! Gib mir den verdammten Schlüssel! Gib ihn mir! Aha. Lauf! Ich halte ihn auf! Aha, was? Was willst du mit dem Schlüssel, du Wichser? Darauf, was hast du mit mir gemacht?
Ihr seht nichts. Nein. Junge. Oh, nicht schon wieder. Lol. Oh oh. Oh oh. Ich habe dich geschaffen. Oh, jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. Boah, der ist aber nur Level 5. Alter. Was hast du mit meiner Schwester gemacht? Der mag kein Schwarzlicht. Nein. Okay, dann gebe ich ihm Schwarzlicht. Aber. Nimm das Wort. Es ist sinnlos, ey. Aua. Boah. Boah. Reinhauen tut er. Oh, aber wie? Na, er blutet jetzt. Aua, Mann. Was soll denn der Müll? Gib dir jetzt mit meinem Hammer. Bäm. Warte. Pass auf. Aua. Ich hab noch 11. Stirb, Bolz, stirb! Aua. Oh. Was passiert? Jetzt verwandeln wir uns. Jetzt habe ich auch einen schwarzen Bildschirm. Ah, jetzt. Du hättest schon vor Jahren sterben sollen. Aiden! Halte durch! Das wird wieder! Halte einfach durch! Aiden! Alles gut, Aiden! Alles gut! Aiden! Nein! Oh Gott! Oha! Oha! Okay. Die Frau Doktor ist tot. Meint ihr? Ja, klar. Was? Die ist doch wie Haran. Horan. Haron. Die ist tot. Alter! Veronica! Oh mein Gott! Nein! Waltz! Was hast du mit mir gemacht? Dir die Wahrheit gezeigt! Was? Es ist zu spät. Danke für dein Follow und willkommen im Stealth Team. Aiden, bleib bei mir. Jurio. Jurio. Waltz hat den Schlüssel, Lewan. Verdammt, Aiden, du bist schwer. Fast da. Halte einfach durch. Halte durch. Glück. Lass das endlich. Ich habe mir Sorgen gemacht und ich mache mir sonst nie Sorgen. Bleib weg von mir, Lewan. Wow. Mit Blumen hatte ich zwar nicht gerechnet, aber
Ein Dankeschön wäre ganz nett dafür, dass ich dich unter dem Schutt rausgezogen und dich auf dem Buckel hierher geschleppt habe. Du begreifst das nicht, Luan. Ich... Was? Hey, ich habe Veronica getötet. Was? Ich habe sie getötet. Und das ist noch nicht alles. Ich verwandle mich. Ich habe Veronicas Leiche gesehen, als hätte sie einen Schattenjäger zerrissen. Du hättest niemals. Hm. Was experimentierte... Was Experimente haben mich zu einem Monster gemacht? Das war ich. Die Experimente von Walls. Damals im Krankenhaus. In der Jerry-Datenbank stand nichts über mir. Aber über das Medikament, das Walls uns gab. Bei mir wirkt es am stärksten. Ich muss los. Von mir ist niemand sicher. Walt sagte mir, dass Mia tot ist. Ich muss hier weg. Vor mir ist niemand sicher. Niemand. Und wenn er dich angelogen hat? Wenn Mia doch lebt? Selbst wenn nicht. Du hast Veronica nicht getötet, Aiden. Das warst nicht du. Glaub mir, das warst nicht du. Wenn Walt an deiner Verwandlung schuld ist, dann bringen wir ihn dazu, sie rückgängig zu machen. Okay? Ich helfe dir. Wie? Walt hat die Hemmstoffe entwickelt. Also weiß er auch, wie man ihre Wirkung umkehrt. Was ist das? Komm, wahrscheinlich stürzt wieder gerade ein Gebäude ein. Oh mein Gott. Der Schlechter. Er bringt zu Ende, was er vor 11 Jahren begann. Es ist Walls. Er hat den Schlüssel eingesetzt. Damit ging alles los. Wovon redest du da? Dylan wollte verhindern, dass Walls den GRE-Schlüssel kriegt. Er wusste, dass dann die ganze Stadt in Gefahr ist. Walls holte sich den Schlüssel von Veronica. Und dann floh er. Er braucht ihn offenbar für was anderes. Begreifst du es jetzt? Du musst ihn aufhalten. Ihn und Williams. Um jeden Preis. LeBron. Ich kann nicht kontrollieren, wann die Verwandlung kommt. Es könnte jeden Moment... Wenn du spürst, dass was passiert, geh einfach zu einer UV-Lampe. Alleine kann ich sie nicht stoppen, Aiden. Okay. Okay, holen wir sie uns. Das ist der Aiden, den ich kenne. Frank bringt Juan und Matt in die Festung. Er will sich mit dem Schlechter treffen. Was? Das dachte ich auch. Aber er sagt, Williams hätte ihn nach den Bombenangriffen kontaktiert. Er sagt, er wolle reden. Ist Frank verrückt geworden? Deshalb will ich den Idioten Rückendeckung geben. Du gehst zum Fischauge. Vielleicht kannst du Frank diese Schwachsinnsidee noch ausreden. Wenn nicht, bin ich in der Nähe. Aiden, keiner darf von Veronica erfahren. Vergiss das nicht. Ich weiß, dass du es nicht warst. Aber Jack? Die Peacekeeper? Denen ist das egal. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Werden sie auch nicht.